Eine Nuss mit Mütze bei Mario Odyssey, Folge 5. Du Nuss mit Mütze klingt auch wie irgendeine Beleidigung, was sich Halbstarke in den 70ern... Komm mal her, du Nuss mit Mütze. Halt, alles abreißen hier. Zurück. Der totale Abriss. Niemand darf rausfinden, dass... Oh oh. Mario schon wieder gepawnt wurde, was Peach angeht. Hopp. Tada. So, mir fehlt nur noch eine dritte Nuss. Ja, nur Nuss mit Mütze. Was jetzt in deutschen Schulhöfen Leute als Nüsse mit Mützen bezeichnet werden. Und alle denken sich so, das kenne ich noch nicht. Aber okay, das scheint zu stimmen. Schau mal, Bowsers Fußspuren. Wo? Da, die dicken. Das ist ein bisschen wie bei Du Lauch, da ist ähnlich entstanden. Wie? Und jetzt? Da kann ich jetzt den Detective Mode einschalten, der mich genau zum Ziel bringt. Ja, jetzt hier, Ach, da sind doch die Mauxis, oder? Das ja, jetzt mal das. Geht nicht. Jetzt gucken wir, ob wir da oben irgendwie raufkommen, oder? Ja. Dann können wir auf die Karte schauen. Hast du einen Rücksetzpunkt aktiviert, kannst du das entsprechende Symbol auswählen und mit A dorthin fliegen. Ah, cool. Achso, wir wollten auch den Sombrero kaufen. Da müssen wir hin. Ja, dann. Oben auf dem Ruinenturm. Auf dem Ruinenturm geht's weiter. Beim spannenden Rennen Kugel gegen Plattform. Ja. Wieder siegreich. Ah, ich bin auch mit RB übrigens. Cool, ich kann Schilder umdrehen. Das geht auch, ne? Bringt das was vielleicht? Ja, kriegt man mit. Warte mal. Erstmal lesen. Stampfattacke. Und mit Blöcken gibt es nicht mehr eine Stampfattacke. Luft, Stampfattacke, pulverisieren. Was zu pulverisieren. Vielleicht da, wo der Block draufsteht? Das ist nicht so, oder? Vielleicht raus können wir das Eis kaputt kriegen. Mit Feuer. Feuer, Eis und Dynamit, aber ist jetzt so. Warte mal, schalte ich nochmal da oben drauf hin, vielleicht kann ich das mit der Mütze holen. Nee, der ist ja unsichtbar, da gibt's nichts zu holen. Den Mond haben wir auch schon, da oben geht's nur weiter irgendwo. Na, jetzt erstmal hier weiter. Hui! Wie cool das ist mit diesen 2D-Kopf irgendwie. Jetzt sitzt irgendjemand beim Sonic-Team da und schreibt sich aus, altes Sonic nochmal machen, neues 3D-Sonic mit irgendeiner Figur, die so ähnlich aussieht wie Sonic, aber grün ist. Und drei Schwänze hat. Klaus Kinski. Muss gleich hin, ne? Quatsch. Oh, ich bin tot. Das war auch jetzt meine Schuld. Sorry. Was anderes habt ihr doch auch gar nicht erwartet. Und auch nicht anders wird die. Hui! Ist wieder gut. Auf. Ach so, dann muss ich das hochspulen lassen. Ducken, ne? Nicht vergessen. Der ein bisschen aus wie Meister Eder. Obacht! Ui! So. Das wäre viel besser. Stell dir vor, Meister Eder wäre das Maskottchen von Mario geworden.
Boah. Ganz schön enger Wendekreis. Wenn du Gas geben kannst. Kann man bestimmt. Stand da, mit Y kannst du beschleunigen. Warte mal. Beschleunige mal. Oh. Aha. Oh, da müssen wir. Very, very good. Da geht's nach oben, wenn du irgendwie auf das Ding drauf springst. Da hinten nicht, oder? Nee. Obwohl, es klappt so auch. Oh, oh Gott, oh Gott. Dein Kopf einziehen. Sehr gut. Hurra! Ein Mond für dich. Bin ich jetzt eigentlich gerade blöd? Kommt bei jedem von den Grünen so ein, mit so einem roten Hintergrund so ein Bild oder ist das nur bei manchen? Weil wenn ich ein Stück im Sand. Oh Gott, das ist jetzt schon der nächste Abschnitt. Haha, sie sind geil. Ja, jetzt ist die Frage, hier gleich weitermachen? Ja, oder ich würde so gerne diesen Sombrero kaufen und die, das Outfit. Wir können ja hier jetzt beam ich mal zurück, ich will das jetzt haben. Ich will, ich will, ich will. Flupp. Lustig das ist aber, das Mario 3D World mit diesem richtigen Koop, das hat ein bisschen mehr Chaos-Faktor. Ja, noch. Ich halte mich nur gerade zurück, um dich nicht in den Wahnsinn zu treiben. Warte mal ab. Wenn ich wollte, mach ich dich fertig. Dann bist du mal knäscht. Bist du mal knäscht. Hallo. So. Also. Ja, nehme ich. Ja, zieh auch den ein. Ja, zieh ich sie. Da haben wir das Miauxi-Ding gesehen. Mhm. Aber was bringt das? Ja, dann aktiviert es das als Fahrzeug. Ach so. Ja, dann. Dann nicht mit. Sollen wir diesen Aufkleber auch noch kaufen? Nee, oder? Ach, das haben wir jetzt. Nee, das haben wir jetzt als. Hier Dings. Als Deko für die Odyssee. Ah. Oh. Boah. Der Hund mit dem Hut, der macht mich fertig. Zeig doch mal den Hund mit dem Hut, ich hab gar nicht aufgepasst. Du hast doch den, hast du nicht den Hut? Wenn es noch ein Huhn mit einem Hut gibt. Das ist echt ein Shiba Inu, oder? Nee, doch. Du geh. Geil. Das ist auch der Mastermind von Silent Hill. Der Hund mit dem Hut? Oder der Becher mit dem Fächer? Ich bin ein Sombrero. So, wo war jetzt der mit der Party? Da hinten irgendwo, ne? Huh? Von zurück? Wie das gemacht? Was hast du das gemacht? Sammel halt den Mond ein! Wo ist denn der Mond? Da Ach drin! So, oh, hä? Musste der erst wachsen. Cool. Ho, ho, ho. Ach, das wächst dann mit der Zeit und dann wächst oben ein Mond raus. Richtig. Dann machen wir echt noch ein drittes. Sind dann diese Monde, ist das dann die ganze Welt? Ja, oder? Oder ist das nur der eine Abschnitt? Wie meinst du? Zieh dich an, wie wir, mach Party wie wir. Das ist unser Motto. Fetziger Hut, check. Verrückter Poncho, check. Du bist der Party, würde ich hinein mit dir, mein Freund. Boah, endlich Party. Ich nochmal umgecheckt habe.
Du tanzt und du tanzt und du auch. Oh Gott. Soll ich jetzt nachtanzen, oder? Ich kann nichts machen. Okay. Ich dachte, ich muss mittanzen irgendwie. Wahoo! So. Sehr gut. Riesenparty und gleich wieder unterkühlt. So, da ging es weiter, oder? Und dann fahren wir darüber. Ja. Hui. Zack. Was ist denn das? So ein Flipper-Ding, oder? Wo so rausgeschossen wird. Schnell nimm das mit. Das kann ich aber irgendwie machen. Was ist das? Ah, Jump. Oh, ah, okay, das hätte man wissen müssen. Ja. Jump, Chuck! Careful, Chuck! Now you have to jump! Jump again! Du darfst es nicht die ganze Zeit auslösen. Sorry, I jumped! Vorsicht! Kettenreaktion! Nein, das... Boah, ja, das war fies. Was waren denn? Das, ich mach das nicht. Ich mach das von selbst. Die ganze Zeit. Ja, das ist halt wie so ein Perpetuum mobile. Du stößt dich immer wieder selbst an. Ach so. Das noch. Ich stoße es ja jetzt dann, an. Das ist ja dann Bullet Hell. Ich stoße jetzt das vordere an. Diese Vogel gekreische immer. Achtung, ich habe es angestoßen. Ja, ich habe schon verstanden. Und jetzt stößt sich das und der stößt das andere wieder an. Siehst du ja, das? Ja, ich habe es verstanden. Das ist aber schon ein bisschen stressiger, wenn man das alleine spielt und dann selber auch noch währenddessen den Hut steuern muss, oder? Ja. Das ist nur gut, dass du hier hast. Okay. Oh geil, da ist so ein Typ mit Sonnenbrille, wie der ausschaut. Ich hab ja mehr Angst. Ich kann die Sonnenbrille auf- und abnehmen. Was ist das? Mach mal ja, so eine 80er-Jahre-Werbung Schöller-Eis. Ach, guck mal, da sieht man andere Sachen. Like ice in the sunshine. Und dann läuft da hinten, läuft jetzt der mit dieser riesen Wrigley's-Packung vorbei und dann so, In der Eiswerbung. Das kann ich mit zwei Händen machen. Ja, das ist sehr toll. Siehst du, das ist seine, das sichtbar wird. Ja, ja. Geil, der geht. Kannst du damit springen? Nee. Kannst du da hoch? Wenn ich jetzt, warte mal. Ich... Achso, das geht nicht weiter. Warum nicht? Achso, ich kann die ganze Zeit hier so Spannmarken machen. Geil. Kann ich das von hier aus vielleicht holen? Sehr gut. Okay. Vor allem,
Jeder, der glaubt, dass dieser Gag mit Sachen auf den Schnurrbart irgendwann weniger lustig ist, der irrt gewaltig. Achso, da muss man irgendwie 5 Monde holen. Für einen Mond. Hallo, sag mal, los, geh tolle Monde holen. Oh. Ah, der aber so ein Bro, der hilft beim Sterben. Nee. Wir brauchen den doch da oben. Echt? Oh, schau mal, das ist der, oh, der Arme. Jetzt ist er wieder fit. Ach so, nee. Geh mal in den. So geht er denn jetzt so langsam? Eigentlich, wenn ich die Sonnenbrille absetze. Dann geht er schneller, aber dann verschwindet hier der Plattform. Ja, und sonst so. Sieht das auch bei dir aus, wenn du Kaffee holen gehst im Büro? Nur, dass du nicht solche Ohrringe hast, noch nicht. Hattest du mal einen Ohrring eigentlich? Nö. Das Verlangen danach? Nö. Tattoo? Nö. Das Einzige, was ich bereue, ist, dass ich nie so eine wilde Phase genutzt habe, mir mal die Haare zu färben. Mach halt jetzt noch. Ja, das kommt bestimmt cool. So, so. So einen neckischen roten Schippel oder. Also wie Sascha Lobo. Ja, oder. Oder jetzt auf einmal weiße Haare, wie hier mein Doppelgänger Sami Slimani. Mein Opa, hat der jetzt weiße Haare? Ich glaube schon, hat er nicht weiße Haare? Oder hatte der mal. Also irgendwann habe ich ein Bild gesehen, wo der weiße Haare hat. Lauter so Influencer haben jetzt weiße Haare, weil es so eine Trendfarbe ist. Ein Minimond fehlt noch. Tut sich Minimond. Was. Wo kann der sein? Ich bin mal runter. Hopp! Da unten? Also. Tada! Schnell hinfort. Jupp. Yes! Mond für dich. Ah. Hilfe! Kopfstandpyramide Showdown. Oh oh. Ah, ist der dritte Abschnitt und danach Bosskampf, oder? Das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Bis dann. Tschüss.